Technikerinnen der italienischen Skinationalmannschaft nutzen derzeit die optimalen Schneeverhältnisse am Schnalztaler Gletscher, um sich auf die in einer Woche beginnende Weltcup-Saison vorzubereiten. Unter ihnen befinden sich mit der Gadertalerin Manuela Mölk, wir sehen sie hier in Aktion, sowie Caroline Pichler aus Petersberg, auch zwei Südtirolerinnen. Allerdings ist nur Mölk mit Sicherheit beim Weltcup-Opening in Sölden am Start, wo am Samstag, 22. Oktober, der erste Riesentourlauf der Saison 2016-17 stattfinden wird. Caroline Pichler muss hingegen noch zuschauen. Italien hat zwar 8 Startplätze, die Mannschaft umfasst aktuell 9 Athletinnen und bei Pichler möchte man nach überstandener Verletzung wohl nicht zu früh zu viel riskieren.